Ja, hallo und jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind immer noch bei dem. Wir müssen den Blauen treffen. Die Kleinen sind nicht das Problem. Wir müssen. Warte mal, was haben wir denn? Riesenzweihänder. Gott, wenn er uns trifft, ne? Gott. Schnell nehmen wir seinen. Geil, das macht 10. 12! Ja, er hat keine Waffen mehr. Er hat keine Waffen mehr, er hat keine Chance. Bokoblenherz, eine sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bokoblens erhalten kannst. Es pocht noch sachte vor sich. Gott, ist das ekelhaft! So, und der letzte Bokoblen. Sollte ja kein Problem von uns sein. Dann nehmen wir eine zweihändige Waffe und dann haben wir so einen Topfdeckel. Ich würde halt weggekommen. So, wo ist der andere hingeflogen? Holzpfeil, Holzpfeil. Die sind gut. Dann gucken wir noch mal, was ist hier denn? Ich hoffe, irgendwas Gutes. Obwohl seine Waffe ist ja auch schon. Also seine Waffe war es ja schon wert mit 12 Schaden. Wie der reinhaut, der Typ. Feuerpfeil! Richtig gut. Feuerpfeile, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir haben natürlich nur 5. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut. Feuerpfeile? Gut. Auf dem großen Plateau gibt es bestimmt auch noch ewig viel zu erkunden. Aber es wird Zeit. Es wird halt einfach Zeit, dass es losgeht. Dass unsere Reise beginnt. Heute beginnt unsere Reise. In die große Welt. Wir können natürlich immer zum großen Plateau zurückkommen. Aber das lassen wir jetzt erstmal hinter uns. Und begeben uns auf unsere Reise. Unsere Reise. In die Welt von Hyrule. Das Hyrule-Feld sozusagen. Und. Das Hyrule-Feld. Lassen wir es hinter uns. Ich glaube, wir gehen mal direkt an die Ruine. Dann haben wir direkt was zum Erkunden. Ich sehe noch keine Pferde. Wir müssen uns auf jeden Fall ein Pferd holen. Königreich Hyrule. Ich will auf jeden Fall ein Pferd und ich will auch ein schickes Pferd. Ich hoffe, dass wir da etwas Cooles finden. Ausdauerlängen. Erhöht die Aus... Ah! Okay, wir können uns sozusagen auch buffen mit dem Essen, im Hinblick auf die Ausdauer. Ey, manchmal denke ich echt, die Vögel sind echt. So, luschen wir da mal rein, was es hier gibt. Verwüstung. Es gibt ja einfach nur Verwüstung hier, ne? Einfach nur Verwüstung hier. Hinterlassen wurde. Was da hinten? Das ist so ein alter. So ein. Wahrscheinlich so ein Händlerwagen. Jetzt fängt es an zu regnen. Okay. Untersuchen. Feuerstein. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entstehen Funken. Die Feuerholz in der Nähe entzündlich praktisch. Kann aber nach. Ah, okay, dann können wir Feuer mal machen. Das ist natürlich gut. Jetzt regnet schon. Das erste Mal Wetter, also wirklich, ne? Cool. Aber wir sehen natürlich schon hier, gerade im Hintergrund, wie ein bisschen was reinploppt in dem Spiel. Oh, und da sind locker Gegner drin. Da sind locker Gegner drin. Oder? Ist da keine Gegner drin? Geil! Aber ich glaube, die sind nicht böse. Aber wir begeben uns natürlich auf die Reise zur Hauptquest. Und Fuchs! Fuchs! Fuchs!
Ihr müsst wissen, Füchse sind alle meine Lieblingstiere. Oh, ist ja süß. Ich habe meinen ersten Fuchs gesehen. Oh, richtig gut. Richtig gut. Okay, das ist ein Schrein. Den machen wir direkt. Den machen wir direkt, den Schrein. Auf jeden Fall. Denn umso mehr Schreine, desto mehr Ausdauer und Herzen. Und ja, den will ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann geht's. Runter geht's. Bin ich mal gespannt. Das ist ja sozusagen jetzt der erste richtige Schrein. Das erste sozusagen Rätsel, das wir auch bekommen. Objekte schieben, okay. Mal sehen, ob der Tipp dazu passt. Jetzt gibt es bestimmt auch nicht diese Shiga-Distille da mehr. Okay, wir sehen schon so ein Metall. Ne, ist kein Metallding. Okay. Die Truhe holen wir uns direkt. Alles auf Anfang. Die Truhe holen wir uns direkt. Okay. Schon besser. Beim tausendsten Versuch haben wir es dann endlich geschafft. Bernstein. Okay. Die Sachen werden wahrscheinlich immer erst später nützlich, wenn wir dann damit was... Okay, da kommen wir rüber, da kommen wir zurück. Aber ich glaube, auf dieser... Oh Gott, wenn wir jetzt sterben, ne? Ja, lass uns loslegen, ne? So. Ist das... Das ist nur ein Weg wieder hoch, wenn man... Nee. Hä? Kann man hier ein zweites Wind... Kann man bestimmt ein zweites Windding dann aktivieren, dass man sich hier unten die Kiste holen kann. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber wir müssen jetzt mal weiter, denke ich. Nee, 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 nee. Nee. Irgendwie müssen wir in die Kiste kommen hier, ne? So geht das ja jetzt nicht, ne? Die Frage ist, wie geht denn das dann? Wir müssen ein bisschen hier umkommen. Boah. Das lassen wir nicht. Nee, das. Kommen wir hier von. Wir kommen hier gar nicht mehr zurück, oder? Oder können wir da runter gleiten? Reicht das? Reicht das, um da runter zu gleiten? Wir müssen da einfach probieren, ne? Nein, es reicht nicht. Okay. Wie kommt mich denn da hin? Wahrscheinlich mit dem Wind, wenn wir den mitgehen und dann so einen kleinen Bogen fliegen. Oh Gott, wenn ich jetzt dabei drauf gehe, ne? Dann wird das schon peinlich. Okay. Und jetzt drehen wir ab. Jetzt drehen wir ab. Das reicht nicht, das reicht nicht. Nein! Oh, oh nein! So, jetzt drehen wir nämlich ab. Zur Auswahl. Stasis. Reicht das, wenn wir dann von hier direkt abspringen? Mit Stasis? Was passiert, wenn wir das Ding anhalten? Gucken wir einfach mal. So. Da bringen wir uns auch nicht weiter, oder? Ja, sorry, keine Ahnung, wie wir da in die Kiste kommen. Es ist locker einfach mit abdrehen und mit dem Paragleiter darüber gleiten. Ich bin da zu blöd dafür. Was juckt mir jetzt natürlich? Was ist denn da drin? Wir können ja später nochmal reingehen, versuchen die Kiste zu graben.
Wir können das ja mal im Hinterkopf behalten. Obwohl, wenn wir jetzt schon anfangen, irgendwas im Hinterkopf zu behalten, dann wird das eh eine Riesenkatastrophe. Aber gut. Aber gut. Ne? Behalten wir es mal im Hinterkopf. Ja, ich versuche das mal zu markieren. Mit Kiste. So, den machen wir auf jeden Fall weg. Das ist einfach nur Monster. Okay, da sind ein paar Bokoblins, die eine Kiste bewachen. Und davor haben wir einen Punkt, wo wir uns auch. Wir müssen ja was kochen. Wieder. Ist das ein Explosivfass? Explosiv, okay. Das heißt, da brauchen wir jetzt einfach nur den Feuerbogen. Und auf geht's. Okay, der blaue lebt natürlich noch. Wir können mit seiner riesen fetten Stachelkeule. Nice! Oh, fettes Schwert auch noch. Das war erstmal, dass wir das souverän gelöst haben, würde ich jetzt mal sagen. Soldatenschwert. Oh, das will ich aber auf jeden Fall haben. Was kann dafür weg? Hier die Lanze werde ich eh nie benutzen. Okay, die haben wir ja schon. Obwohl, wenn wir zwei davon haben, wenn einer kaputt geht, ist immer gut. Können wir noch einen Bockbogen wegwerfen. So, wir kochen uns jetzt erstmal hier schön. Ja. Pilz in die Hand. Zack, 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 zack. Packen wir noch eine Eichel dazu. Pilzspieß in die Hand. Mal ein Karpfen. Dann machen wir einen Ausdauerkarpfen. Fischspieß mit Pilzen. Simples, aber schmackhaftes Gericht aus frischem Fleisch und aromatischen. Hä? So. So, die Äpfel machen wir. Obwohl, hätten wir später für Medizin benutzen können, ne? Egal. Egal. Dubio? Haben die das verpixelt? Scheint nicht giftig sein, aber der Anblick. Ja, okay, dann kriegen wir halt ein Herz aus dem Bokoblin. Ja, es lohnt sich aber nicht, wenn wir irgendwann mal Insekten fangen. Und dann würde ich sagen, haben wir auch schon wieder genug Zeit im schönen Hyrule verbracht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und tschüss!